Komm, ich gebe es noch eine Folge. Ich will das jetzt schaffen. Kann ich eigentlich einfach die Seite aktualisieren und dann... Ah, perfekt, schau mal, dann löscht es auch alles raus. Ich will das jetzt schaffen, ne? Ich sehe das nicht ein, dass wir das nicht hinkriegen. Ich will jetzt hier ein Bingo schaffen. In Travemünde sitzt es sich besonders teuer. Sehr gut, weil wir haben das mit den Kosten noch drin im Bingo. Wir schaffen das jetzt, ne? Alter, wir hören jetzt nicht auf, bevor wir nicht in reale Insel Irrsinn-Bingo geschafft haben. Alter, was schreibst du da eigentlich für einen Aufsatz rein? Das lese ich mir nicht alles durch. Die Trave, der Segler Passat und neue Bänke, von denen man das maritime Treiben beobachten kann. Aber diese Bänke sind nicht einfach nur Bänke, sondern viel mehr. Die zuständige Stadt Lübeck ist mächtig... Was sind das für hässliche Bänke? Kann man hier auf der Seite überhaupt sitzen? Ich hoffe mal, sonst wären die echt unpraktisch geformt. Stadt Lübeck ist mächtig stolz auf die neue Errungenschaft. Die Bänke sind hinsichtlich ihrer Gestaltung eben keine Standard. Geht dieser Schal schon als Allmann durch? Ah, warte, unser Bingo hat sich zurückgesetzt. Wir haben Allmann gar nicht mehr drin. Jetzt haben wir wieder das alte Bingo. Okay, wir müssen uns anpassen. Wir haben Allmann gar nicht mehr drin. Hat sich erledigt. Lösung, die man ansonsten aus dem Katalog bestellt, sondern eine gesonderte Anfertigung für diesen Standort. Die gibt es auch nur so in Travemünde. Die Form der Sonderanfertigung, die es nur hier gibt. Das ist safe teuer. Der Bänke erinnert an Schiffe. Das Holz ist besonders edel. Diese Exklusivität hat... Das Holz ist besonders edel. Das sieht halt einfach nur alt aus. ...hat natürlich ihren Preis. Das Einzelstück 20.000, wie viele sind? Das kostet 20.000 Euro. Also, es safe mehr als 5, oder sonst würde ich keine Folge drüber machen. Ich kreuze es einfach schon mal an. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es mehr als 5 von denen sind, ne? Also, erstes abgehakt. Also bestimmt kosten Bänke Tausende, aber vielleicht nicht 20.000. Doch. Wenn man bedenkt, wie viele Bänke hier stehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele es sind, aber da kommt ja schon ein schönes Sümmchen zusammen. Ne? Dumme Bauten. Es ist eine dumme Baute, einfach weil, dass sie hier so eine Sonderanfertigung an Bänken machen. Ich meine, so hässlich sind sie nicht, so dass sie so Schiffform haben, ist schon cool, aber 20.000 ist schon too much. No, she's high. Ja, es sind noch... Holz gibt es für 10 Euro in jedem Baumarkt. Es sieht halt wirklich nicht hochwertig aus. Ich kenne mich mit Holz nicht aus. Vielleicht ist das irgendwas Besonderes. Es sieht aber nicht hochwertig aus. Und es werden hier wieder Obdachlose gemobbt. Wieso müssen hier immer solche fetten Armrests rein? Was soll das? 20 Bänke und die kosten... Wird nicht genutzt. Sollen wir wird nicht genutzt ankreuzen? Weil ich habe tatsächlich doch nicht gesehen, dass hier mal irgendjemand sitzen würde. Zusammen 580.000... Ew! Wie viele sind das dann? Warte mal, 1500, 25, 29 Bänke müssten das sein, oder? Wenn wir Mathe nicht ganz scheiße sind. 29 Bänke haben die. Sind Euro. Geht das denn auch günstiger? Diese Frage muss man eindeutig mit Ja beantworten. Es geht günstiger. Die Frage ist, ob an dieser Stelle günstig wirklich das Bessere ist. Oder ob wir hier nicht eine andere... Die Obdachlosen können dann da nicht schlafen. Ja, das ist doch scheiße. Das können die nicht die Bänke so machen. Guck mal, die sind sogar so ein bisschen so nach innen geformt, damit man nicht rausrollt. Ist doch viel besser. Setzung verfolgen. Das ist in meinen Augen hier Steuerverschwendung hoch 3. Ich weiß, dass Sie es in Lübeck nicht gerne hören wollen, aber ich bleibe dabei. Oh, ich habe wieder vergessen, wir haben den Allmann nicht mehr dabei, weil er wäre bei mir dabei. Aber finden Sie erstmal eine optisch ansprechende Bank, die deutlich günstiger ist. Das ist gar nicht so leicht. Gut im Internet, da gibt es auf einen Klick gleich mehrere Modelle. Wunderbare Bänke, die wesentlich billiger sind, aber die meines Erachtens bequemer aussehen, bequemer sind, aber nur für 1.200 Euro. Doch billigere Bänke wären für die Stadt Lübeck teurer geworden, denn für solch normale Sitzgelegenheiten hätte es kein Geld vom Land dazu gegeben. Bei Standard Unnötige Bürokratie. Ne, die müssen wieder das teurere Modell nehmen, damit sie dann irgendwie Unterstützung von anderen Steuerzahlern bekommen, ne? Weil die eigenen Steuerzahler wollen wir nicht ausnutzen, deswegen nehmen wir andere Steuerzahler und dann haben wir noch mehr Geld. Alter, ist das schon wieder dämlich. Lösung gäbe. Schlechte Ausrede. Ist das eine schlechte Ausrede? Da können ja die erstmal nichts dafür. Okay, es schreiben echt viele. Ja, okay, dann nehmen wir es mit. Ne, ihr wollt unbedingt ein Bingo haben. Es zumindest aus diesem Fördertopf nicht. Aber sowas hatten wir so oft, wo die
was Einfaches bauen wollen und auch bereit dazu wären, aber so die Fördermittel bekommen die nur, wenn sie sowas übertrieben Dummes bauen, so riesengroß und scheiße teuer. Förderung. Der Topf dient dazu, dieses Alleinstellungsmerkmal hervorzuheben und eine besondere standortangepasste Qualität. Was erwarten die sich denn dann immer, wenn die sowas machen, so, ja, dann haben wir ein besseres Alleinstellungsmerkmal. Ist ja schön und gut, aber was bringt denn das, da so viel Geld für rauszugeben? Also es wird dann trotzdem niemand nach Lübeck oder wo war das jetzt, hat Travemünde kommen, um sich die Bänke anzuschauen. So, das passiert ja nicht. So, das siehst du vielleicht mal zufällig, wenn du dort bist, so, ach, guck mal, die haben hier Schiffsbänke. Ist ja nett. Und dann gehst du weiter. Aber mehr macht man doch damit nicht. Sogar die Bänke an meiner Schule sehen besser aus. Das bezweifle ich halt nicht mal. Schaffen. Merke, wer günstig kauft, kauft alleine. Nur bei den teuren Lösungen schießt das Land 70% zu. Kann der kleine Mann da auch ran? Vor allem, warte mal, das Land schießt 70% zu. Das ist doch immer noch teurer, als wenn die billige Bänke gekauft hätten. Dann würde ich sofort sagen, die sollen mein Dach abreißen von dem Haus. Neues Dach. Ich bin nach Lübeck gegangen und habe die gesehen zusammen mit meiner Mutter und die waren scheiße. Ja, glaube ich dir. Nein, hab kein Problem damit, wenn sie es mit Blattgold machen, wird das denn, wenn die das bezahlen. Aber es ist doch nicht Sinn der Sache, wenn es teurer ist, dann gibt es Fördermittel. Wenn es billiger ist, nicht. Doch, das ist das der ist Sinn der deutschen Förderpolitik. Wohin es sitzt wirklich keiner auf den Bänken. Komm, wir nehmen jetzt, wird nicht genutzt, einfach weil in der ganzen Folge keine einzige Person auf dieser Bank saß, außer der Typ, der interviewt wird. Der alleinige Sinn dieser Bänke ist. Das Ganze nur. Aber hier, es gibt auch welche ohne Armlehnen. Das Ganze nur auf die Nutzung zu reduzieren, greift, finde ich, viel zu kurz. Die Bänke sind so. Stimmt, ne? Bänke sind ja nicht nur zum Nutzen da, sondern auch als Erlebnis, ne? Sightseeing, das ist ein Gefühl, ein Vibe, der entsteht durch diese Bänke. Oder sie sind halt einfach dafür da, um sich den Arsch breit zu sitzen. So, wenn wir mal realistisch sind. So viel mehr, so schick, so toll. Ich saß da schon drauf, es wurde benutzt. Okay, wir machen wird nicht benutzt wieder weg, weil Cookie saß da einmal drauf. Teuer. Sie allein aufs Draufsetzen zu reduzieren, das wäre viel zu billig. Politiker entscheiden Bullshit, ja okay, geben wir uns auch noch, ne? Einfach wegen diesen Richtlinien, dass sie es teure haben müssen. Bringt uns aber nichts, kriegen wir kein Bingo voll.